Und nochmal noch etwas zwischendrin. Und zwar nochmal ein Blick auf den hier. Ja, den hatte man ja schon häufiger gesehen. Mein guter alter TS-100. Naja, alt noch nicht, aber wie man unschwer an der Spitze erkennen kann, der sieht schon ein bisschen was an Nutzung. Und ich habe die Befürchtung, langsam ist wieder eine Spitze fällig. Eine Sache ist mir allerdings aufgefallen, die jetzt nicht ganz so berauschend ist. Und zwar ein Nachteil vom TS-100. Der ist nicht beim TS-80 drin, der Nachteil. Das ist nämlich das Gehäuse. Eventuell sieht man es hier oben, da ist es schon gerissen. Hier kann man es, denke ich, sehen. Und oben, wo es eingesteckt ist, da fehlen komplette Teile. Ja, okay. Der TS-80, der hat, soweit ich weiß, ein Alu-Gehäuse. Da ist das nicht ganz so ein Problem. Der hier leider nicht. Andererseits, der TS-80 hat keine Leistung dahinter. Von daher hilft mir das jetzt nicht ganz so viel, wenn der länger hält. Aber da mir der hier dann doch noch das wert ist, habe ich dann mal zugegriffen, habe mir hier so ein Gehäuse bestellt. Offensichtlich passt das nicht ganz in die Box. Ich denke, man kann es sehen, hier ist irgendwie so ein Huppel in der Mitte. Also professionell verpackt ich das nicht. Ja, ziehen wir mal raus und okay. Ja, wir haben das Gehäuse, wir haben sogar alle Schrauben dabei, sehe ich gerade, und die Knöpfe. Aha. Und die Nameplate. Oh, und die Nameplate zum Aufkleben. Wunderschön. Ja, ist leider nicht ganz billig. Ich glaube, 7 Euro oder so kostet das Gehäuse. Ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie dann diesmal länger behalten kann. Wie man unschwer erkennen kann, das hier ist die Variante transparent. Wir wollen hier ja ein bisschen rumnörden. Ja, mal schauen. Ich habe die Befürchtung, wir müssen erst einmal hier ein paar Schrauben entfernen. Dafür müssten wir erst den richtigen Schraubenzieher finden. Was schätzen wir denn? T6? T6 klingt gut. Machen wir die mal raus. Man könnte jetzt natürlich auch die Anleitung lesen. Da steht wahrscheinlich genau, welche Schraube wann, wo, wie raus muss. Aber, na komm, lesen wir tatsächlich mal. Needed. T4, T3. Das war jetzt aber ein T6, kein T4 und T3. Achso, das ist ja okay. Die raus, der raus, der raus, die beiden raus. Ach du Gott, noch mehr umbauen hier. Meine Güte, und da fällt schon der halbe Sachen hier wieder runter. So, dann machen wir halt alle raus, so wie das gewünscht ist. So, die Spitze weg. Konnte man hier, glaube ich, das Gehäuse irgendwie öffnen. Das geht natürlich deutlich besser, wenn das Gehäuse noch am Stück ist. Innenleben hatten wir ja schon mal gesehen. Ach ja, da sind zwei kleine Kreuzschrauben drin. Machen wir die auch noch raus. Okay, sieht gut aus. Da haben wir das Innenleben. Wie sieht das aus? Ist das Metallding vorne drin? Ja, das Metallding vorne ist drin. Das ist gut. Dann nehmen wir uns mal den hier vor. Wo geht denn das hier auf? Da ist er geklippt. So. Die brauchen wir nicht mehr. Den brauchen wir noch. Erstmal mit Schutzfolie über dem Sichtfenster. Aber erstmal müsste ich es auseinanderbekommen. Daran hängt es hier schon so ein bisschen. Ach, die sind da geklippt. Ah. Am I doing it wrong? Hier vorne, da sehe ich eine Lücke. Da sehe ich eine Lücke. Haha. Okay. Jetzt aber. So. Wir sollen erst einmal das hier zusammensetzen. Dazu brauchen wir die beiden Buttons, die hier festgeklebt sind. Ach du Gott. Okay. Das ist definitiv fest. Das fällt so schnell nicht ab. Ja, komm raus. Wir sagen nicht schwarze Buttons zu einem weißen Gehäuse. Wobei gut, oben der Rahmen ist auch schwarz. Das geht. Ja, wie wir unschwer erkennen können, das dürfte eigentlich passen. Ja, sieht gut aus. Was mich jetzt noch so ein bisschen wundert, ist, dass sie tatsächlich alle Schrauben mitgeliefert haben. Denn die Schrauben sind eigentlich ja immer noch da, aber gut.
Ich werde natürlich das hier wieder mit den Originalschrauben einbauen. Jetzt nicht verwechseln, dass ich das Richtige auch wieder an der richtigen Stelle habe. Und nur ein Mensch, dessen Finger schmal genug sind. Ja, ich weiß, das Originalzitat geht nicht um Finger. Das müsste da gehen. Moment, da ist etwas. War das doch so rum? Dann war das doch wahrscheinlich eher so rum. Ja, das sieht sinnvoll aus. Dass die Schraube mir jetzt da rausfällt, ist nicht ganz so sinnvoll. Ich glaube, ich muss doch mal gucken, ob ich meinen Griff habe, um den Schraubenzieher magnetisch zu bekommen. Gerade bei hier so Kleinkram dann doch manchmal hilfreich. Ja, das hier geht noch. Hopp, die greift nicht. Wieso greift die nicht? Achso. Der ist noch nicht an der richtigen Stelle. Da gehört's hin. Das sieht besser aus. Jo. Nein, nicht runterschmeißen. Der nächste bitte. Das ist der hier. Der kommt so rum. Sieht gut aus. Sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Dann Deckel drauf. Ist das richtig? Ja. Nein. Andersrum. Da hinten dran. Da runter. Okay. Die kleineren waren vorne. So. Die längere. Ich glaube, ich war hier, oder? Doch, ja. Kommt hin, denn hier muss ja normalerweise das Erdding dran, auch wenn ich noch nie jemanden gesehen habe. Der, wobei, doch, Moment. Ich habe, glaube ich, sogar... Ja, Moment, lasst mal schauen. Haha, wollte doch sagen. Ich wollte gerade eigentlich sagen, ich habe noch nie jemanden gesehen, der dafür überhaupt was hat, weil, ja, dabei war bei mir nichts und soweit ich weiß, bei den anderen Leuten, die ich kenne, auch nicht. Aber Fraseco, schätze ich mal, Let's Do It, der hat mir das hier geschickt. Ja, er hat sich auch einen TS-100 gekauft und bei ihm waren zwei dabei. Und er hat jetzt den, der über ist, mir geschickt. Danke dafür. Und ich würde mal sagen, dann machen wir den doch direkt mit dran, wenn wir jetzt eh alles haben. Dann schauen wir mal, was denn dieser Erdungsstreifen hier so kann. Wer im Übrigen das haben möchte, hier hinten ist die SKU. Könnt ihr mal suchen. Gibt es wahrscheinlich dann als extra Zubehör und ist bei manchen Kids dann wohl dabei. Mal schauen, passt das hier überhaupt? Ja, doch. Es sah gerade so aus, als ob das ein bisschen breit ist dafür, aber es müsste drunter passen. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so praktisch für unterwegs, aber wenn man wie ich das hauptsächlich am Basteltisch benutzt, dann kann man ja hier das zum Beispiel auch fest dran machen. Das Einzige, was mich jetzt hier noch ein bisschen wundert, ist das direkt nach vorne durchkontaktiert oder nicht? Okay, hier sehe ich nichts. Okay, und für die schreien vorm Rechner sitzen, ich habe da offensichtlich noch ein Bauteil vergessen. Ich glaube, das gehört dann vorne hin. Ja, dann kann das Ganze mit der Erde nicht funktionieren. Das dürfte wahrscheinlich die sein. Dann bauen wir halt nochmal das Ganze hier auseinander, legen das vorher rein und dann sollte das eigentlich mit da halten. Und ja, hier kann man es auch sehen, hier unten, da sind so zwei Anschlüsse. Die dürften damit wohl zu tun haben. Und dann versuchen wir das nochmal, wenn der Kontakt drin ist und... Aha, Kontakt. Gut. Das ist jetzt nicht ganz ideal. Normalerweise möchte man irgendwie so ein paar Mega-Ohm hier in der Groundleitung drin haben. Das heißt, ich würde da wahrscheinlich, wenn ich das wirklich benutze, das nicht direkt an eine Erde anschließen, sondern eher an so ein Ground-Terminal oder irgendwas, was diesen 10 Kilo-Ohm sind es meistens drin hat. Das reicht aus, um statische Elektrizität abzuleiten, aber es ist so hoch, dass man nicht aus Versehen hiermit irgendwie was kurz schließt. Und ja, jetzt aber. Jetzt tut's, denke ich, dann doch, was es soll.